Hi Leute, ich möchte euch heute mal mitnehmen zu meinen wöchentlichen Feierabend-Session. Ich habe, wie ihr wisst, Wechselschicht bei Mercedes-Benz. Die eine Woche habe ich Frühschicht bis um 1 Uhr, die andere Woche habe ich Spätschicht bis um 21 Uhr. Und da habe ich vor der Schichtzeit und so gehe ich mindestens ein- oder zweimal die Woche noch angeln. Das in meinem wunderschönen Heimathafen hier in Krefeld. Ganz tolle Location. Hier habe ich auch schon mal ein kleines Video gedreht, beziehungsweise ein Match-Angler-Artikel gemacht. Ein tolles Gewässer. Dafür habe ich natürlich auch so ein kleines bisschen spezielles Tackle, weil ich sage, ich muss schnell aufgebaut sein, ich muss schnell abgebaut sein, bevor es dann wieder zur Arbeit geht oder ich von der Arbeit angeln möchte. Für diese kleinen Sessions im Hafen brauche ich nicht viel. Ich brauche hier in dem Falle habe ich hier meine XR36 Combo. Eine leichtere Kiepe, kleineres, kompaktes Maß. Ich habe meistens immer nur ein kleines Side-Tray dabei, einen Futtereimer, einen kleinen, wo ich mein Futter eben kurz zu Hause anmache und ein paar Maden und fertig. Mehr brauche ich hier nicht. Und jetzt möchte ich euch ganz kurz noch mal eben erklären, wie unsere tolle Kiepe funktioniert. Ich möchte euch jetzt ganz kurz ein bisschen was zu der Kiepe erklären, weil da auch immer viele Fragen bei YouTube sind oder beziehungsweise auch bei Facebook, weil der ein oder andere so ein bisschen wissen möchte, was die Unterschiede sind. Als erstes haben wir natürlich keinen Metallrahmen. Das macht die Kiste natürlich ein kleines bisschen leichter. Wir haben dadurch ein bisschen weniger Gewicht. Das ist auch für den einen oder anderen sehr wichtig. Für mich jetzt selber ist das überhaupt nicht wichtig, aber für den einen oder anderen, der achtet dann schon aufs Gewicht, weil der viel tragen muss. Und da hat er natürlich hier auch ein paar Kilo gespart. Des Weiteren auch hier das bekannte System mit unseren Schrauben für verlängerte Beine. Alles perfekt. Auch hier haben wir wieder die griffigen Schrauben, dass ihr wirklich super kompakt festziehen könnt, dass ihr auch sicher steht und auch nicht irgendwie nachher Angst haben müsst, ich rutsche weg oder irgendwas. Und auch mit dem Fußpodest, auch hier total simpel, wie beim alten System, einfach einziehen, ausziehen, zack, eingeklickt. Wasserwaage ist dabei, unsere verlängerten Beine, auch hier ganz einfach wieder mit dem stabilen Rahmen dabei. Das heißt abgeflacht, dass ihr die Schrauben auch griffig und super fixieren könnt. Eine super Kiepe, eine Schublade ist dabei, die ihr schön auf und zu machen könnt, wo ich mein kleines Tackle auch hier drin habe, wo ich meine Futterkörbe direkt reinmache und alles, sage ich mal, relativ klein gehalten habe für eine schnelle Session nach der Arbeit. Also ich finde, es ist eine sehr gelungene Kiepe, auch vom Stauraum her, zeige ich mal ganz kurz, haben wir hier ein ganz tiefes Fach, wo wir noch Köder rein platzieren können, direkt nachdem ich vielleicht Futter gemacht habe, zu Hause schon. Dann haben wir hier, wie gesagt, schon die Schublade und ja, das war es eigentlich schon. Eine tolle Kiepe, unser toller Sitz, der super gemütlich ist, ist auch wie bei der anderen Kiepe dabei. Mir gefällt die Kiepe sehr gut. Ich baue jetzt weiter auf und dann werden wir vielleicht einen schönen Angeltag haben. So Leute, schnelle Session heißt, Kiepe schnell aufgebaut, Side-Tray aufgebaut, Futter und Mahn draufgeschmissen. Jetzt noch ganz schnell, und das heißt wirklich schnell, eben kurz unseren Fiederarm zusammengesteckt. Das geht auch ratzfatz. Zack, zack, festgeschraubt. So, dann baue ich noch die Rute auf und dann geht's los zum Angeln. So Leute, ihr habt gesehen, ich habe für das Ganze hier keine 5 Minuten gebraucht. Vom Auto bis hierhin aufgebaut, fertig. Ich mache ja meistens so, man kennt es ja, 20 Turns mache ich hier, werfe hier raus und angel ein paar Rotaugen. Meistens probiere ich irgendwas aus von der Montage oder Jochen hat mir heute mal ein neues Futter mitgegeben zum Testen für Rotaugen, was man dann halt so mal ausprobiert. So, und dann angel ich ja meistens nach der Arbeit mir ein paar Rotaugen weg, probiere was mit der Montage aus, mit den Spitzen. Und heute haben wir noch das große Privileg, unsere fertigen Ethos-Routen sind da, die können wir jetzt angeln, offiziell auch angeln, die angle ich schon länger, aber jetzt ist es auch offiziell. Und absolute Traumstöcke, aber dazu auch in einem anderen Video mehr. Ja, was ich auch noch eben kurz erklären möchte, ist hier Schublade, auch total easy gemacht. Ich habe hier, passt perfekt im Übrigen hier in unsere Dose rein, meine Hakenbox mit unseren Montagen drin, schmeiße ich mir hier drauf. Hier habe ich nur ein paar Maden, das reicht hier. Ein bisschen Futter, eben kurz zu Hause angemacht, für hier ein bisschen auf Rotaugen angeln. Dann habe ich hier ein paar Körbe drin, einmal Schnur, falls man mal einen Abriss hat, was ich hier aber nie habe. Also ist immer alles zu angeln, auch wichtigen Hakenlöser. Alles hier drin, auch hier nochmal eben kurz mit eingepackt, ein kleines Handtuch, weil man immer gebrauchen kann, wenn man Fische fängt. Hoffen wir natürlich heute. So. Alles hier drin, ganz spartanisch aufgebaut, aber man kann einen ganz, ganz tollen Angeltag haben mit ganz, ganz wenig Tackle. Kriegen wir hin. Warum fangen wir überhaupt ein? Ah, da haben wir den ersten Fisch schon. Erster Wurf, erster Fisch. Glaube ich. Nein, daneben. Ah. Immer will der die Fehler von mir filmen. Ein toller Biss. Direkt daneben gekloppt. Erster Wurf, erster Biss daneben. Aber war bestimmt der Kameramann schuld. Zack. Und was haben wir hier? Auch direkt voll lustig. Erster Fisch ist eine kleine Nase. Toller Fisch, oder? Die fängt der Olaf im Rhein immer in ganz groß. Leute, was soll ich sagen? Es neigt sich auch heute wieder meine Feierabend-Session dem Ende zu. Ich hoffe, das kleine, kurze, knackige Video gefällt euch. Im Mittelpunkt stand natürlich unsere neue Sitzkiepe. Der Chef hat gesagt, bevor du die wirklich komplett benutzt, bitte einmal kurz ein Video machen, bevor du die komplett in Schutt und Asche legst mit deinem Dreck, Futter und was nicht alles. Die sieht jetzt nach der Session schon wieder fürchterlich aus, deswegen kann ich meinen Chef verstehen, dass er sagt, einmal ganz kurz für schön in die Kamera halten. Was du dann damit machst, ist dein Problem, so wie immer. Aber so ist es bei mir, er kennt mich so. Beim zweiten Mal ist alles dreckig. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag mit mir. Euch hat das Video ein kleines bisschen gefallen. Ich mache jetzt noch einen Endfisch und dann geht's ab nach Hause, ein bisschen was essen und dann auch meine Kinder ins Bett bringen. Ja Leute, eine Sache noch, bitte meldet euch bei Club Matrix an und abonniert unseren YouTube-Kanal, dann verpasst auch ihr keinen Biss von uns.